Ja, grüß Gott zusammen. Willkommen zur Weihnachtsvorlesung. Ich wurde gebeten, mich mit entsprechender Kopfbedeckung zu versehen. Oh, das ist aber wegen eng. Ich habe eine wesentlich größere Hutgröße. Muss das nächste Mal beachten. Okay, gut. Wir haben also heute zwei Teile. Einen kleinen Teil, der noch dieses Gebiet der Newton-Verfahren abschließt. Und dann kommen wir zum Weihnachtsteil. Das heißt also, dann kommt der Glühweinausschank rein und so. Na, ganz so toll ist es nicht, aber sowas Ähnliches. Okay, gut. Also was hatten wir letztes Mal gesehen? Wir kennen das Newton-Verfahren in seiner Grundform, wo wir halt ein Iterationsverfahren dadurch realisieren, dass wir lokal linearisieren, das heißt, wir ersetzen das nichtlineare Problem durch ein lineares Problem, müssen zum einen dieses lineare Problem aufstellen, sprich die Jacobi-Matrix auswerten und dann lösen. Das sind zwei Dinge, die aufwendig sein können. Und jetzt gibt es Ansätze, zumindest für große Probleme ist das sinnvoll, da Vereinfachungen zu schaffen. Und wir hatten gesehen, wir können an dieser Matrix, wenn wir das Newton-Verfahren in der Defektkorrekturform schreiben, das heißt die rechte Seite ist minus das Residuum, dann können wir an der Matrix Veränderungen vornehmen, solange diese Matrizenfolge gleichmäßig beschränkt bleibt, werden wir immer ein konsistentes Verfahren erhalten. Wir müssen dann halt in Anführungszeichen nur sicherstellen, dass das Verfahren weiterhin und auch weiterhin akzeptabel gut konvergiert. Die eine Richtung wäre in Richtung eben vereinfachtes, modifiziertes Newton-Verfahren. Radikaler Schritt wäre, dass die Jacobi-Matrix nur einmal auszuwerten, an der ersten iterierten und dann stehen zu lassen. Der Vorteil ist, dass man dann eben sich das Auswerten spart und wenn man in vollbesetzten Matrizen, sprich in direkten Verfahren, denkt, muss man nur einmal die LR-Zerlegung bestimmen und hat dann nur noch Vorwärts- und Rückwärtssubstitutionen. Wenn mehr das Aufstellen der Matrix selbst das Problem ist, dann könnte man an Differenzenquotienten zur Auswertung der Jacobi-Matrix denken. Von der Besetzungsstruktur des entstehenden Gleichungssystems ändert sich da nichts. Man muss aber da aufpassen, weil ja eben das numerische Differenzieren ein schlecht konditionierter Vorgang ist. Das heißt, man darf diese Schrittweite nicht zu klein wählen und hat auf jeden Fall Ordnungsverschlechterungen dadurch. Was wir uns angeschaut haben, jetzt etwas verstärkt, ist der andere Weg, dass man sagt, okay, die Matrix wird durchaus exakt aufgestellt, aber das Gleichungssystem, das wir haben, wir sind ja nicht wirklich darauf angewiesen, oder vielleicht sind wir nicht wirklich darauf angewiesen, dieses Gleichungssystem exakt zu lösen, denn unser Ziel ist ja nicht dieses Gleichungssystem an sich, sondern eben, dass es damit eine neue iterierte, die eben hoffentlich besser ist als die alte, herzustellen. Das heißt, wir könnten genauso gut daran denken, dieses Gleichungssystem inexakt zu lösen, mit einem gewissen Residuum behaftet nur zu lösen. Man mag das jetzt heute nicht. Und das können wir insbesondere dann machen, wenn wir iterative Verfahren anwenden, die dann eben so abbrechen, dass wir das Residuum hier kontrollieren können. Und da hatten wir jetzt Folgendes gesehen. Das war das Letzte, was wir uns überlegt hatten, war diese Abschätzung in dieser Situation, die noch ganz abstrakt ist, die also nicht darauf eingeht, wie jetzt dieses Gleichungssystem gelöst wird, haben wir dann eine Fehlerabschätzung für den K+1 Fehler. Die Fehlerabschätzung hat den Typ, es taucht hier ein Faktor 1 plus Rho auf, das heißt ein Faktor, der sozusagen beliebig wenig größer ist als 1. Und die Kleinheit des Rohs, die kontrolliert wiederum die Kleinheit der Delta-Umgebung um die Lösung herum, wo diese Abschätzung gilt. Das ist eine, wenn man so will, eher eine qualitative Aussage, dass in der Nähe der Lösung man mit so einer Abschätzung hier rechnen kann. Und wie sieht die Abschätzung aus? Sie hat im ersten Summanden ist das der Fehler, den wir bekommen würden, wenn wir den exakten Newton-Schritt durchführen würden. Das ist das, was hier steht. Und im zweiten haben wir einen Anteil, der beinhaltet den alten Fehler, den Kartenfehler. Er beinhaltet die Konditionszahl der Jacobi-Matrix, das könnte eventuell problematisch sein bei schlecht konditionierten Problemen. Und es beinhaltet einen Steuerparameter eta k,
der gerade kontrolliert, wie gut das Residuum ist oder wie klein das Residuum ist, in diesem Sinne, dass wir erfüllen wollen, dass das Residuum in der Norm sich abschätzen lässt, wie dieses Eta k mal Norm von f von xk. Was hier steht, kann interpretiert werden als das relative Residuum, also das Residuum im Kartenschritt. Jetzt muss man dazu sagen, eigentlich müsste jetzt hier sozusagen, wenn man jetzt hier sich an ein iteratives Verfahren denkt, zur Erzeugung dieser inexakten Lösung kommt also eine zweite Iteration dazu. Wir haben also zwei Iterationsindizes, von denen hier nur einer aufgeführt ist. Wir haben eine äußere Iteration, die übliche Newton-Iteration, und wir haben dann auf jedem Level dieser äußeren Iteration wiederum eine innere Iteration zur approximativen Lösung des Gleichungssystems. Und in diesem Sinne, wenn man das in diesem Sinne sieht und hier sozusagen noch einen zweiten Iterationsindex, kommt Knecht Ruprecht. Aber wir glauben ja nicht an den Weihnachtsmann, hatten wir gesagt, oder? Dazu nimmt, sieht man, dass wir hier sozusagen dann das interpretieren können als das aktuelle Residuum, und das wäre das Residuum, wenn wir einfach die Iteration mit 0 starten. Also insofern ist das normale relative Residuum, und wir kontrollieren dessen Größe mit dieser Zahl eta k. Und was für Forderungen wir hier stellen, das kontrolliert anscheinend hier, welche Art von Konvergenz wir in diesem inexakten Newton-Verfahren, wie das jetzt heißt, dann bekommen. Das kann man jetzt im folgenden Satz zusammenfassen. Also der erste Anteil, das ist wieder sozusagen der Anteil, den wir so bearbeiten können, wie wir schon mehrfach gemacht haben, mit der Basis oder dieser Basisvoraussetzung, dass df Lipschitz stetig ist, und da bekommen wir, hier kommt jetzt wiederum so ein Faktor dazu, weil wir eben jetzt noch diese Variabilität hier der Matrix haben und hier jetzt eben die Jacobi-Matrix an der Lösung und nicht die variable Jacobi-Matrix haben wollen. Aber wenn man das in Kauf nimmt, bekommt man hier wieder das Quadrat des Fehlers. Man hat einen quadratisch konvergenten Anteil. Und die Frage ist halt, was macht dieser Zusatzanteil? Und das hängt jetzt davon ab, was wir an das Eta k fordern. Und insgesamt, das will ich jetzt nicht vorrechnen, kann man sich Folgendes überlegen. Wenn wir sicherstellen, dass die Eta ks beschränkt sind, also dass wir eine feste globale Genauigkeit als Minimum fordern, dann haben wir immer noch eine linear konvergente Folge hier. Wenn wir die Eta-Ks gegen 0 gehen lassen, das heißt, wir erhöhen Stück für Stück die Genauigkeit im Fortschritt der Iteration, im Fortschritt der äußeren Iteration erhöhen wir die Genauigkeit für die innere Iteration, dann bekommen wir ein superlinear konvergentes Verfahren. Und wenn wir schließlich die Genauigkeit des Etas an die Größe des Residuums koppeln, das ist ja eine Zahl, von der wir hoffen, dass sie gegen 0 geht. Das ist eine Folge, von der wir hoffen, dass sie gegen 0 geht. Wenn wir das hier in dieser Form koppeln, das heißt also sozusagen dieses Nullgehen hier so quantifizieren, dann erhalten wir tatsächlich die quadratische Konvergenz. Kurz und gut, wenn wir das in diesem Sinne richtig machen, gibt es keinen Grund, weshalb man da das sozusagen das Gleichungssystem, das Hilfsgleichungssystem exakt lösen müsste. Okay, gut. Ich glaube, damit das Einzige, vielleicht jetzt noch eine Randbemerkung, sozusagen ein bisschen, wie das weitergehen könnte. Das Einzige, was an diesen Ergebnissen noch etwas unschön ist, ist dieser Faktor hier. Dieser Faktor sagt, der legt nahe, dass wenn das Problem schlecht konditioniert ist, in dem Sinn, dass die Konditionszahl hier der Linearisierung an der Lösung groß ist, das heißt also eindimensional gesprochen, wir laufen zwar durch eine einfache Nullstelle durch, aber die ist sehr, sehr flach, dann würden wir erwarten, dass hier ein riesiger Faktor reinkommt und dass wir dementsprechend halt sozusagen diese Parameter, die hier auftauchen, entsprechend klein wählen müssen, dass wir hier ein sehr kleines k wählen müssen, um das eben da aufzufangen. Wenn man diese Analyse ein bisschen genauer macht,
wieder mit solchen gewichteten Normen, wo man wieder so eine gewichtete Norm, jetzt, das ist die Gewichtungsmatrix, jetzt die Jacobi-Matrix an der Lösung einführt, dann sieht man, dass man diese Konditionszahl sozusagen aus der Abschätzung los wird. Und das heißt wirklich, man muss gar nicht so schrecklich genau diese inneren Probleme lösen, man muss nur diese sukzessive Verbesserung realisieren und da kann man jetzt sogar ein sehr effizientes adaptives Verfahren daraus machen, wie man diese Eta-Cars da sozusagen aus dem Verlauf des Residuums, der äußeren Iteration wählt. Also so wird das Newton-Verfahren auch für dünn besetzte Probleme, für große dünn besetzte Probleme, so ein recht effizientes Verfahren. Jetzt ist natürlich wieder die immer beim Newton-Verfahren existierende Problematik ist die, dass es im Allgemeinen eben nur lokal konvergiert und dass dieser lokale Einzugsbereich sehr klein sein kann. Was macht man, wenn man eben keine Konvergenz hat? Zumindest muss man erstmal Konvergenz feststellen. Und da hatten wir schon gesehen, man kann diesen Monotonietest machen. Man kann sagen, was wir ja auch unter anderem wollen, ist, wir wollen sozusagen dieses nichtlineare Ausgleichsproblem lösen, selbst wenn wir im Falle sind, wo das Residuum jetzt im Sinne des Ausgleichsproblems an der Lösung 0 ist. Das heißt, was wir erwarten, ist, dass von Iteration zu Iteration der Wert dieses Funktionals absteigt. Und wir wollen mindestens, dass er um den Faktor Theta quer, wobei Theta quer eine Zahl kleiner als 1 ist, absteigt. Also wir wollen verhindern, dass zwar ein Abstieg da ist, aber der immer weniger wird. Wenn man das noch einbaut, dann kann man sozusagen das Verfahren mal grob so zusammenfassen, diese innere und äußere Iteration, die wir haben. Wir haben unsere Startiterierte, wir haben ein Tau, das entspricht jetzt, das ist sozusagen unser Abbruchkriterium, unser globales Abbruchkriterium, was uns sagt, wir wollen dann abbrechen, wenn das relative Residuum klein genug ist. Wir haben ein Theta quer von den gerade angesprochenen Monotonietests. Wir haben zwei laufende Iterationen, Index K, Index I. I-Iteration ist die innere, K ist die äußere. Wir starten innen mit dem Delta 0 und bestimmen jetzt unsere Iterierte oder mit welchem Iterationsverfahren auch immer und machen das so lange, bis das jeweilige Residuum uns sagt, ich bin jetzt klein genug geworden. Dann machen wir den Update der äußeren Approximation, der äußeren Iteration und überprüfen, ob das Monotonietestkriterium erfüllt. Wenn es nicht erfüllt ist, haben wir jetzt hier auf dem Level nur noch die Möglichkeit abzubrechen. Wenn nicht, geht es sozusagen im nächsten Iterationsschritt weiter mit der inneren Iteration. Dann wird geprüft, ob wir generell die äußere Iteration abbrechen können und wenn dem nicht so ist, dann wird dieses Kriterium, das Abbruchkriterium hier mit dem Eta K angepasst und dann geht es weiter, indem die innere Iteration gemacht wird. Was man hier wieder genauso machen kann, wie schon angesprochen ist, man kann dämpfen. Das heißt also, wenn wir jetzt an der Stelle merken, es funktioniert nicht, dann ist eine Alternative abzubrechen, zu sagen, na gut, es funktioniert nicht, einen vollen Schritt zu machen, versuche ich es halt mal mit einem halben Schritt. Und wenn ein halber nicht funktioniert, versuche ich es mit einem Viertelschritt und so weiter. Man muss nur irgendwann mal sozusagen dem ein Ende bereiten, denn sonst läuft man eventuell in eine Endlosschleife rein. Der Schritt wird immer weiter verkleinert, man kommt nie zu einem positiven Ergebnis. Wenn man das macht, würde sich der Algorithmus dann so modifizieren. Dann haben wir noch Zahlen, dann ist das ist eine leichte Modifikation davon, das nennt man dann die Amillo-Regel, das wird uns dann im nächsten Semester bei den Optimierungsverfahren nochmal begegnen. Was macht man da? Man modifiziert den Monotonietest dahingehend, dass man sagt, also wir starten hier mit dem Lambda K gleich 1, das heißt wir machen erstmal den normalen Newton-Schritt und wollen 1 minus Alpha, das entspräche also diesem Theta quer, abgestiegen sein. Wenn das nicht der Fall ist, wenn wir dann noch größer gleich sind, dann reduzieren wir mit einem Parameter Beta kleiner 1, sagen wir mal Beta gleich 1,5, das Lambda K und schauen, ob das Kriterium erfüllt ist. Und das machen wir so lange, bis wir entweder ein gewisses Lambda-Min erreichen, das ist jetzt hier nicht ausgeführt,
dann müssen wir wieder mit sozusagen Versagen abbrechen. Oder aber, wenn wir dann das mit Erfolg erreichen, dann machen wir eben diesen reduzierten, diesen gedämpften Newton-Schritt. So, hier hätten wir beides zusammen. Wir hätten den inexakten Newton-Schritt und wir hätten dessen Dämpfung und damit die Hoffnung, das, den Konvergenzbereich zu vergrößern. Okay, ja, bringt das was? Oder laufen wir vielleicht doch immer in diese Situation hinein, Lambda wird kleiner und kleiner und kleiner und dann entweder läuft sich das tot oder es bricht mit Fehler ab. Und das ist nicht ganz so schlimm, das sagt der folgende Satz, den ich jetzt nicht beweisen will, und der sozusagen unser letzter Satz hier in diesem Kapitel ist, der sagt dazu Folgendes aus: Wenn wir wieder diese Voraussetzungen, die wir mit diesen Parametern R, Gamma und Beta versehen hatten, in einer etwas modifizierten Form haben, also was war das nochmal? Gamma war das mit der Lipschitz-Stetigkeit der Jacobi-Matrix, Beta war das mit der Normbeschränktheit der Inversen der Jacobi-Matrizen, R war die Größe der Kugeln, wo das gilt, und wir wollen das sozusagen immer um alle Iterierten herum haben, dann gilt Folgendes. Erst einmal gilt, wenn wir sicherstellen, dass die Eta-Ks alle beschränkt sind, das war ja Minimalforderung, wobei wir jetzt hier das quantifizieren und wir fordern, dass das Eta quer kleiner gleich 1 minus Alpha ist, wobei Alpha war eine dieser Schranken, die hier oben noch auftauchen müsste. Dann gilt Folgendes, dann können wir sicher sein, dass die Eta-Ks über einen gleichmäßigen Wert Eta-quer bleiben. Also es passiert eben nicht dann, dass wir immer mehr und mehr und mehr verkleinern müssen und das nur durch künstlichen Abbruch dann retten können. Das heißt also, irgendwann, vielleicht mit einem kleinen Schritt, geht es dann schon weiter. Und was das noch Schönere ist, die Folge, die dann entsteht, ist beschränkt. Es gibt eine Nullstelle, die Folge konvergiert gegen eine Nullstelle. Was das wirklich Schöne ist, was garantiert ist, asymptotisch, ab einem gewissen K0, wobei wir nicht wissen, wann das kommt und wie nah wir schon der Lösung sein muss, wird uns der Algorithmus das Lambda K gleich 1 zurückgeben. Das heißt, irgendwann wird der Algorithmus einfach aufs normale, aufs volle Newton-Verfahren umschalten. Die Dämpfung ist nur dazu da, dicht an die Lösung heranzukommen und dann werden wir wieder mit dem nicht gedämpften Newton-Verfahren und dann natürlich auch mit quadratischer Konvergenz wieder in die Lösung hineinlaufen. Okay, gut. Ja, damit haben wir dieses Kapitel abgeschlossen. Vielleicht sage ich noch ganz kurz, wie es dann nach den Ferien weitergeht. Wir haben noch 3 Kapitel vor uns. 3 haben wir jetzt, plus das Einführungskapitel, also gute Halbzeit, wobei der Stoff tendenziell eher einfacher wird. Jetzt haben wir erstmal noch ein schönes, interessantes Kapitel zu den Eigenwertproblemen. Das ist natürlich wieder ein nichtlineares Problem, wie uns langsam klar geworden ist. Und dann werden wir uns in 2 weiteren Kapiteln beschäftigen, zum einen mit dem Stichwort, mit der Frage, was mache ich mit diskreten Daten? Wie kann ich denen Funktionen zuordnen, wie kann ich die bearbeiten. Das ist also in der einfachen Variante ist es einfach die Frage der Interpolation von Daten, in der etwas komplexeren Variante ist das überhaupt, wie stelle ich Daten dar, Datensynthese, Datenanalyse und letztendlich auch Datenkompression. Da werden wir irgendwann zum FFT-Verfahren kommen, zur schnellen Fourier-Transformation, einer der ganz wesentlichen Algorithmen. Und schließlich im letzten Kapitel geht es um eine ganz elementare Frage, die schon Johannes Kepler umgetrieben hat, als Steuereinnehmer oder sowas, das Problem hatte festzustellen, wie viel in ein Weinfass hineinpasst. Das wurde damals recht ungenau bestimmt und er hat sich da Gedanken gemacht, wie man eben das Volumen eines Weinfasses etwas genauer bestimmt. Da ist die Keplersche Fassregel herausgekommen. Das geht also dann um die Frage, wie rechne ich approximativ Integrale aus? Also eigentlich eine ganz einfache Frage. Aber wenn man Integrale ausrechnet, ist man schon ziemlich dicht daran, Differentialgleichungen zu lösen. Wir werden sehen, dass diese Methoden sehr dicht beieinander liegen und das ist dann schon ein bisschen der Übergang in die Numerik gewöhnlicher Differentialgleichungen. Gut, und jetzt
darf ich Knecht Ruprecht bitten, zur Bescherung zu schreiten. Wir haben wieder mal ein paar kleine Fragen vorbereitet. Ich hoffe, dass jetzt der Weihnachtlichkeit Genüge getan ist. Nicht, dass ich diese Mütze nicht mag, aber sie ist doch ein bisschen eng. Netzkabel. Was vielleicht ganz hilfreich ist, wenn Sie sich ein Blatt Papier und einen Stift zur Hand nehmen, bei manchen dieser Matrix-Sachen muss man vielleicht mal was hinschreiben, um es kurz umzuformen. Das ist natürlich jetzt nicht die Klausurprüfungssituation, wo Sie mehr Zeit haben, über die Fragen nachzudenken und auch mehr Möglichkeiten haben, mit den Fragen umzugehen. Wir haben schon versucht, die Fragen entsprechend einfach zu gestalten, aber sie sollten halt auch nicht völlig trivial sein. Dann schauen wir mal, was rausgekommen ist. Also wir haben diesmal drei Antworten, um das ein bisschen realistischer zu machen. Es gibt die Antwort ja, nein und weiß nicht. Weiß nicht ist immer C, ja? Ja. Nehmen wir es auch mit auf? Ja. Und Sie haben nur ein Mikrofon, ne? Also wenn der Kollege dann auch noch ja. Kommentiert, dann vielleicht ab und zu mal rüberreichen. Ja, okay, machen wir es so, ja? Also wir gehen in der Chronologie der Vorlesung durch. Ab dem Kapitel 3 ist das wohl. Mit dem Kapitel 2 haben wir uns ja schon mal beschäftigt in der Form. Ja, wir fangen mit was ganz Schlichtem an.
Eine invertierbare quadratische Matrix hat eine LR-Zerlegung. Da muss noch niemand auf C zurückgreifen, hoffe ich. Also Sie kennen es ja noch, Sie können es bis zu zweimal korrigieren, Ihre Antwort, was auch schon ein Teilnehmer, Teilnehmerin ja gemacht hat. Danach ist aber Schluss. Ne? Man kann es nicht beliebig oft hin und her. Wollen Sie mich ärgern? Ja, wollen wir es gleich sehen. Vielleicht, ich hoffe mal, dass es vielleicht ein begriffliches Missverständnis ist, was dahinter steht. LR-Zerlegung heißt, ich kann A schreiben als A gleich L mal R. L untere Dreiecksmatrix, R obere Dreiecksmatrix. Können wir nochmal zurückgehen und korrigieren lassen? Geht? Ja, starten wir es nochmal neu. Das können mich doch nicht so. Das kann doch nicht gleich so schlecht anfangen. Die interessanten Fragen kommen ja noch. Ich hatte jetzt hier eine hundertprozentige Antwort erwartet auf diese Frage. Das ist falsch, wenn es eine Matrix gibt, die keine gibt, und wenn es eine Matrix gibt, die mehrere hat. Naja, okay, gut. Na denn, okay, was ist die richtige Antwort? Ja, was meinen Sie, was ist die richtige Antwort? Was wäre die Begründung für B? Auch, also die Eindeutigkeit kann nicht gegeben sein, aber das ist nicht unbedingt gefragt. Also die Aussage ist auch richtig, wenn eine Matrix mehrere Zerlegungen hat. Die Aussage ist dann falsch, wenn es eben eine Matrix gibt, die gar keine Zerlegung hat. Und das würde ich sagen, das ist durchaus der Fall. Das kann sein. Denn was war die Charakterisierung für Zerlegbarkeit? Also es gibt eine Charakterisierung für Zerlegbarkeit, die hat was mit Determinanten zu tun. Vielleicht einigen wir uns mal darauf. Das wird jetzt für die nächste Frage, und die kann durchaus nicht erfüllt sein im Falle einer invertierbaren Matrix. Das ist eine Charakterisierung für die eindeutige Existenz einer LR-Zerlegung. Das heißt also, es gäbe sogar noch Raum für die Nicht-Eindeutigkeit, aber das war jetzt nicht die Frage. Die Verneinung der Frage ist ja eine Matrix, die keine LR-Zerlegung hat. So, gehen wir mal zur nächsten, die sehr einfach aussieht, aber vielleicht auch ein bisschen schwieriger ist. Es geht um 2×2-Matrizen. Also einfacher konnten wir es nun wirklich nicht machen. Die Matrix ist invertierbar, so wie vorhin. Und das Element A11 ist von 0 verschieden. Das ist eine Zusatzvoraussetzung. Es muss nicht erfüllt sein. Es gibt durchaus invertierbare 2×2-Matrizen, hoffe ich zumindest, wo A110 ist. Hm? Wie sieht es jetzt da aus mit der Existenz einer LR-Zerlegung? Und jetzt könnte man sogar sagen, einer eindeutigen LR-Zerlegung. Also wenn man jetzt bei L meint, es ist eine normierte untere Dreiecksmatrix. Aber LR-Zerlegung soll erstmal nur heißen, untere Dreiecksmatrix, obere Dreiecksmatrix. Das ist eine Zusatzvoraussetzung, aber das wäre jetzt genau da.
Okay, dann muss ich die, wer mit dem genau dann, muss man vielleicht den, die Aussage ein bisschen präzisieren. Also die exakte Aussage muss dann heißen, hat genau dann eine eindeutige LR-Zerlegung in diesem Sinne, wie wir es eingeführt haben, L normierte untere Dreiecksmatrix, R obere Dreiecksmatrix, wenn diese beiden Bedingungen gelten. Also das ist die, das ist dann hier nicht ganz sauber definiert, formuliert mit dem genau dann. Aber das ist jetzt noch nicht die Antwort, das ist die alte Antwort noch, oder? Ja, okay, gut. Okay, das sieht schon ein bisschen besser aus von der Antwort her. Ja, das liegt vielleicht daran, weil wir die eine zweimal beantwortet haben. Das müssen wir dann bei der Endauswertung berücksichtigen. Also A ist richtig. Wer begründet mir das? Wieso ist A richtig? Wieso macht diese kleine Zusatzbedingung da jetzt alles anders als vorhin? Ich denke ja, wenn man für die LR-Zerlegung ja nur einen Bauschritt ausführen muss, den kann man ja machen, wenn das so genau war. So könnte man tatsächlich argumentieren hier auf dem Level, denn der 2-Kreuz-2-Matrix. Ich hatte jetzt mehr an diesen charakterisierenden Satz gedacht, den wir hatten, der gesagt hat, wir haben genau dann eine eindeutige LR-Zerlegung, wenn für eine invertierbare Matrix, wenn alle Haupt-Untermatrizen, also die dadurch entstehen, dass ich nur die ersten K-Zeilen und die ersten K-Spalten nehme, wenn alle Haupt-Untermatrizen invertierbar sind, beziehungsweise eben eine von null verschiedene Determinante haben. Und das reduziert sich halt hier in dem Fall einfach auf diese Forderung. Mit dem A11-Element. Aber Sie haben schon recht, man kann natürlich hier direkt so argumentieren, dass man in dem Falle den Gauss-Schritt durchführen kann und wenn dem nicht so ist, kann man ihn einfach nicht durchführen. Man muss halt dann wirklich sich nochmal überlegen, dass das wirklich äquivalent dazu ist, den Gauss-Schritt durchzuführen und die LR-Zerlegung zu haben. Okay. Gehen wir zum nächsten. Gut, also jetzt haben wir eine nicht-quadratische Matrix. Auch bei nicht-quadratischen Matrizen können wir LR-Zerlegungen machen, denn wir können ja das Gauss-Verfahren auch auf nicht-quadratische Matrizen anwenden. Und diese Umformungen, die wir da machen, die Elementarumformungen, die produzieren, wie wir ja gesehen haben, gerade die Inversen unserer Faktoren, unserer Frobenius-Matrizen, die dann schließlich die Matrix L ergeben. Das heißt also, wir starten mal in der Situation, dass wir eine nicht-quadratische Matrix haben, die ist natürlich dann insbesondere nicht invertierbar. Die soll eine LR-Zerlegung haben, in dem ganz strikten Sinne, also L ist eine quadratische, normierte untere Dreiecksmatrix, M ist eine obere Dreiecksmatrix, natürlich dann nicht rechteckig und natürlich nicht invertierbar. Dann ist die Behauptung, die Pseudo-Inverse von A lässt sich dann darstellen als das Produkt der Pseudo-Inversen von R und L und lässt sich gleichzeitig darstellen als R plus mal L minus, L hoch minus 1, Inverse von L. Ja, nein, weiß nicht.
Wir haben es jetzt nicht, dass wir das angrünen oder so, die richtige Antwort. Ich muss es sagen, oder? Ja, das ist dann der. Okay, gut. Also leider hat nur eine Minderheit sich für die richtige Antwort entschieden. Also die richtige Antwort ist B. Die zweite Identität gilt natürlich, wenn L invertierbar ist. Die erste Identität gilt aber leider eben nicht. Das ist so ein bisschen eben eine Problematik mit der Pseudo-Inversen. Die Pseudo-Inverse ist nicht allgemein verträglich mit der Produktbildung, selbst wenn einer der Faktoren invertierbar ist. Natürlich, wenn beide Faktoren invertierbar sind, dann natürlich wieder, dann ist ja einfach die Inverse. Aber wenn einer der Faktoren invertierbar ist und der andere nicht, dann muss das nicht unbedingt gelten. Dann wäre nötig, dass dieser andere Faktor orthogonal ist. Was eben hier bei leider nicht der Fall ist, deswegen, das wäre wieder ein Argument, dass die QR-Zerlegung vielleicht doch ein bisschen schöner ist als die LR-Zerlegung. Okay, nächstes. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber nichtsdestotrotz. Also, Sie erinnern sich an die Frobenius-Matrizen, das waren die Matrizen, die aus der Einheitsmatrix bestanden und dann in einer Spalte unterhalb der Diagonale noch Einträge hatten. Mit solchen Frobenius-Matrizen haben wir gerade einen Gauss-Schritt beschrieben, also die Umformung aller Zeilen unter dem betreffenden Kartendiagonaleintrag. Und jetzt ist hier die Aussage, ich habe Frobenius-Matrizen FK, wobei K gerade den Index angibt, wo etwas in der Kartenspalte oder Diagonale steht. Und ich betrachte das Produkt FK bis F1. Frage, ist das eine untere Dreiecksmatrix, dieses Produkt? Ja, nein, oder was ist eine untere Dreiecksmatrix? Okay, das ist wie bei Jauch. Ja, da ist nicht viel zu sagen. Produkt von unteren Dreiecksmatrizen ist natürlich eine untere Dreiecksmatrix. Egal, wie ich das Produkt hinschreibe. Kommen wir zur nächsten. So, vor. Ja, das ist jetzt weiter wie 4. Also die bezieht sich unmittelbar auf die vorherige Frage. Jetzt haben wir wieder die gleichen F1 bis FK, aber jetzt multiplizieren wir sie in der Reihenfolge F1 bis FK. Wobei die ite Spalte der Matrix A. Moment, also was ist. Also es gibt zwei Teilaussagen. Die erste Teilaussage, auch wenn ich F1 bis FK multipliziere und nicht FK bis F1, bekomme ich eine untere Dreiecksmatrix. Die zweite Teilaussage ist die, diese untere Dreiecksmatrix sieht so aus, dass ihre ite Spalte die ite Spalte von FI ist. Bisschen uneinheitlich die Antwort, aber obwohl sie in der Minderheit ist, die Antwort A ist richtig. Also an der unteren Dreiecksmatrix ändert sich natürlich nichts, egal wie ich diese unteren Dreiecksmatrizen miteinander multipliziere. An der zweiten Aussage ändert sich durchaus, da ist das durchaus relevant und ich muss die wirklich in dieser Reihenfolge multiplizieren, damit
ich sozusagen einfach die Spalten rüber kopieren kann in das Produkt. Der Hintergrund, wo wir das angewendet haben, war die Darstellung von dem L. Die L-Einträge, das ist vielleicht ganz gut, sich da nochmal daran zu erinnern, das waren die negativen Multiplikatoren aus dem Gauss-Schritt. Und die Matrizen sind ja sozusagen erstmal links aufgetaucht als Transformation, dann wandern sie als Inverse nach rechts rüber, dann wissen wir, bei den Frobenius-Matrizen ändert sich dann nur das Vorzeichen des Anteils unterhalb der Diagonale, aber dann ändern sich auch die Reihenfolge. Links stehen die Inversen in der Reihenfolge fk bis f1, denn erst kommt ja der erste Schritt, dann der zweite und so weiter, und dann wandern sie nach rechts in eben dieser Reihenfolge, und das hat dann zur Folge, dass die L-Matrix wirklich aus den Multiplikatoren besteht, mit Minusvorzeichen, genauso wie sie aufgetreten sind. Also die Antwort ist A, richtig. Okay, jetzt ein bisschen was zum Entspannen. Zum Lösen von ax gleich b, a aus k hoch nn heißt das, soll das natürlich heißen. Oder wir können auch noch dazu sagen, nicht singulär, also man muss ganz standardmäßig, braucht man die LR-Zerlegung und die Vorwärts- und Rückwärtssubstitution und damit Groß O von n Quadrat Operationen. Okay. Jetzt möchte ich aber Nordkorea-Ergebnis sehen. Also man muss natürlich wissen, wo das n herkommt. Das n ist die Dimension der Matrix, a aus k, n, n. Tut mir leid, dass jetzt da gerade der Druckfehler passiert ist. Och, ich wollte doch was in Nordkorea haben. Das ist aber, so sehen die Abstimmungsergebnisse in Nordkorea nicht aus. Ja, zumindest ist es die Mehrheit. Es ist natürlich mit LR-Zerlegung und Vorwärts- und Rückwärtssubstitution natürlich alles okay, nur dummerweise mit dem Groß-O von n Quadraten. Ich bin der vollbesetzten Matrix, sind wir natürlich bei LR bei n hoch 3. Und nur im dünn besetzten Fall schaffen wir es da mit viel Mühe und Not, wie wir uns halt gesehen haben, da runterzukommen. Ich war so suggestiv und damit... okay, gut, okay. Das ist semantisch nicht sehr, sehr ordentlich, das stimmt schon. Da hätte man besser sagen sollen, kann man die LR-Zerlegung benutzen? Also gut, wenn das jetzt der Grund war für Ihre Antwort, aber ich meine, das wäre natürlich noch ein weiterer Grund für das Nein gewesen. Das hätte das Nein ja nochmal verstärkt. Also dazu können Sie. Okay, vielleicht war das doch nicht so optimal. Dann haben wir die nächste. Also wir sollten zur Sicherheit jetzt auch wieder voraussetzen, a ist nicht nur quadratisch, sondern auch invertierbar. Also a quadratisch invertierbar und die Aussage ist die LR-Zerlegung, wobei LR-Zerlegung jetzt nicht heißt, nicht voraussetzt, vielleicht soll ich das auch nochmal sagen, dass das L eine normierte untere Dreiecksmatrix ist. Also das ist zu viel verlangt. Man kann natürlich nicht eine LR, kann man auch, aber das geht nur für sehr spezielle Matrizen, eine LR-Zerlegung haben, wo sowohl die L-Matrix als auch die R-Matrix normiert sind. Aber also nochmal, die Situation ist die, A quadratisch, nicht singulär, wir haben eine LR-Zerlegung, in dem Sinne L ist untere Dreiecksmatrix, R ist obere Dreiecksmatrix und die Behauptung ist, die LR-Zerlegung ist eindeutig, wenn R eine obere normierte Dreiecksmatrix ist. Ein bisschen vielleicht verquer zu dem, was wir bis immer gemacht haben, aber schon irgendwie anpassbar.
Okay, das ist schon mehr nach Nordkorea. Und passt auch? Ja, Antwort ist ja. Also wir haben natürlich, wir haben sozusagen aufgrund der Genese durch das Gauss-Verfahren ist für uns eben die eindeutige LR-Zerlegung die, wo die untere Dreiecksmatrix normiert ist. Aber wir haben ja gesehen, wir müssen sozusagen nur irgendwie die Diagonalelemente festlegen. Das kann genauso gut auf der R-Matrix sein. Das muss auch nicht auf gleich 1 festgelegt werden. Jeder solcher Festlegungsschritt macht die LR-Zerlegung eindeutig. Und die Matrizen sind hinter der Zusatz dieser Voraussetzung, die ich jetzt noch genannt habe, eben der Nichtsingularität, ist L und R notwendigerweise eben auch invertierbar. Okay. Also, wir haben eine quadratische Matrix, N kreuz N. Die soll einerseits eine LR-Zerlegung haben und die Matrix soll eine Bandbreite M haben. Also M ist die Bandbreite, N ist die Dimension. Und dann ist die Behauptung, die Matrizen L und R können mit Groß O von M mal N Quadrat Operationen ausgerechnet werden. Und ich sollte vielleicht dazu sagen, jetzt nicht, dass wieder Spitzfindigkeiten kommen, und diese Abschätzung ist scharf. Also sie ist nicht verbesserbar im Sinne dieser Groß O von, also ich kann keine besseren Exponenten da finden bei M und N. Natürlich wäre, also jetzt nochmal zur Klarstellung, wenn man jetzt über die LR-Zerlegung an sich reden würde und ich behauptet hätte Groß O von N hoch 4, dann wäre das falsch. Natürlich gilt die Aussage Groß O von N hoch 4, ist aber nicht die optimale. Bitte? Okay. Ja, nicht wirklich befriedigend. Die richtige Aussage ist Groß O von m Quadrat mal n. Und natürlich, wenn ich m und n entsprechend hindrehe, kann ich das durch diese im Allgemeinen schlechtere Abschätzung schon abschätzen. Aber ich habe jetzt mehrfach gesagt, dass das nicht gemeint ist. Also das ist sozusagen eine zu pessimistische Aussage, die dasteht. Man kriegt eben das n-Quadrat los, man hat nur noch das n. Und dann ist nur noch die Frage, was die Bandbreite macht. Wenn die Bandbreite konstant bleiben würde, wenn wir die Matrix riesig groß machen würden, wäre alles bestens, dann wäre das Groß O von n. Und bei einer tridiagonalen Matrix ist das ja auch so. Okay, das ist wieder so ein bisschen mehr so bildzeitungsmäßig. Also wenn man es ohne Pivotisierung durchführen kann, heißt man tritt nie auf auf die Null als Pivot-Element, als mögliches Pivot-Element und dann ist die Aussage, ja, wenn das so ist, dann sollte man auch die Finger vom Pivotisieren lassen. Ist nur unnötiger Aufwand. Okay, das ist wieder ein schönes Nordkorea-Ergebnis, was auch richtig ist. Natürlich, wir brauchen die Pivotisierung zur Stabilisierung des Gauss-Verfahrens. Selbst wenn wir nie ein Null-Element da haben, also es ist eben anders, als wenn wir sozusagen fiktional in R rechnen, wie wir es in der linearen Algebra getan haben, da haben wir das nur gebraucht, wenn wir wirklich auf die Null gestoßen sind, numerisch ist eben eine Zahl, eine kleine positive Zahl, im Wesentlichen das gleiche wie die Null. Okay. Jetzt kommt eine schöne Aufgabe, wo man wirklich ein bisschen nachdenken muss. Also, es geht um die Spaltenpivotsuche. Damit ist also gemeint, ich bestimme eines der betragsgrößten Elemente der betreffenden Spalte unterhalb des Diagonalelements und das nehme ich als Pivot-Element.
Und da müssen Sie sich mal erinnern, wie dann der Multiplikator ausgerechnet wird. Und die Aussage ist die, in dem Falle ist die untere Dreiecksmatrix dergestalt, dass die unendliche Norm, also die von der Maximumsnorm erzeugte Matrixnorm, kann vielleicht nochmal dazu sagen, ist die Zeilensummennorm, kleiner gleich n. Okay, jetzt muss mir das auch jemand begründen, warum A richtig ist. Ja? Genau, das ist der Punkt. Genau, das ist der Punkt. Also die Einträge von L, das war ja sozusagen die wesentliche Überlegung, die wir dazu angestellt haben, sind die negativen Multiplikatoren. Die Beträge sind also in dem Falle kleiner gleich 1, weil die Multiplikatoren ja gerade die Quotienten aus dem zu eliminierenden Element und dem Pivot-Element sind, was eben per Ansatz kleiner gleich 1 ist. Und dann summieren wir also hier pro Zeile immer nur Zahlen kleiner gleich 1. Das ist jetzt wieder was zu. Bitte? Ja, die Frage ist berechtigt, da ist nur die Bandbreite gemeint. Also bei der Scholisticki-Zerlegung wird die Bandbreite erhalten. Wird das Band erhalten, nehme ich an, gilt auch, was ja passiert, ist eher das Gegenteil, dass eben Elemente im Band, die vorher null waren, nicht Nullelemente werden dann in der L-Matrix. Aber ich glaube nicht, dass der umgedrehte, weiß nicht, ob man es ausschließen kann, aber das ist der typische Fall. Aber hier ist wirklich nur die Bandbreite gemeint. Also Frage, erhält die Scholisticki-Zerlegung die Bandbreite einer Bandmatrix, ja oder nein? Okay, gut, da ist nicht viel zu sagen. Gehen wir vielleicht gleich zur nächsten. Die ist ein bisschen mit Nachdenken verbunden. Wir setzen voraus, dass wir eine reelle Matrix haben, die positiv semidefinit ist. Und dann ist die Behauptung, die ist dann Scholesky zerlegbar. Von Eindeutigkeit ist nicht die Rede. Es geht nur darum, um die Existenz einer Scholesky Zerlegung. Ein bisschen uneinheitliches Bild. Jetzt muss man noch den 50-50 setzen, aber. Dann bleibt Weiß nicht übrig, wenn man den 50-50 setzt. Nun gut, leider ist A die richtige, also bin ich der Meinung, dass A die richtige Antwort ist. Vielleicht kann man immer jemand begründen, der A genommen hat, warum er der Meinung oder sie der Meinung war, dass das das Richtige ist. Bitte? Ja.
Man kann den allgemein, man kann, muss sich nochmal vergegenwärtigen, wie man das bewiesen hat. Was ja passiert ist, dass man erstmal ganz generell aus der Symmetrie sich eine RDL-DL-Transponiert-Zerlegung verschafft und auf D stehen die Eigenwerte, da kann höchstens noch 0 dazukommen und D kann man genauso gut sozusagen als 0 mal 0 schreiben. Man verliert natürlich die Invertierbarkeit der Matrix L dadurch. Okay, jetzt haben wir, gehen wir zu der QR-Zerlegung über. Wir reden jetzt über eine beliebige, nicht beliebige rechteckige Matrix MN. Und die Behauptung ist, die hat eine QR-Zerlegung. Ja oder nein? Vielleicht ist es nicht ganz eindeutig definiert. Okay, ja. Das war auch die Antwort, die ich sehen wollte mit A. Muss ein bisschen ein Problem ist für den Fall M kleiner als N. Da muss man eben dann sagen, was man unter einer QR-Zerlegung versteht und dann wird die Q-Matrix eben dann eine nicht Rechtecksmatrix ist, also in dem Sinne keine orthogonale Matrix mehr. Also wenn Sie in dem Sinne aus diesem Grund Nein gedrückt haben, dann fühlen Sie sich auch bestätigt mit Ihrer Antwort. Das habe ich jetzt gerade gemerkt, dass das nicht wirklich sauber formuliert ist. Okay, ja, Householder-Verfahren. Beim Householder-Verfahren muss man wie beim Gauss-Verfahren Spaltenpivot durchführen, Suche durchführen und eventuell die Zeilen vertauschen. Okay, die Mehrheit hätte etwas klarer ausfallen können. Es ist B, also erstmal das Householder-Verfahren an sich braucht sowas nicht. Man kann es mit einer Pivot-Suche verbinden, was aber dann, kann man auch Spalten-Pivot-Suche nennen, ist aber eine andere Art von Pivot-Suche. Dann schaut man sich sozusagen die verbleibenden Spalten an und nimmt die Spalte mit größter euklidischer Norm. Was man auf diese Weise erreicht, ist, dass die Diagonalelemente und damit eben die Eigenwerte der Matrix R absteigend geordnet werden, sodass man sozusagen den numerischen Rangabfall in der Matrix R, das ist ja sozusagen der kritische Punkt, Q ist eben orthogonal, da ist nichts dran zu rütteln, dann besser sehen kann und dann gegebenenfalls da halt auch abschneiden kann unter einem gewissen Level. Aber so wie beim Gauss-Verfahren brauchen wir keine Spalten-Pivot-Suche. Okay, wir schauen uns ein Gleichungssystem an mit einer rechteckigen Matrix, wobei wir mehr oder im Allgemeinen mehr Zeilen als Spalten haben. Wir wissen also nicht unbedingt, ob das Gleichungssystem lösbar ist. Wir gehen von einer QR-Zerlegung der Matrix aus. Und die Behauptung ist, das Gleichungssystem ist lösbar, genau dann, wenn, das ist jetzt zwar richtig, aber das sollte eigentlich Q Kreuz stehen, also machen wir es reell, Q transponiert, also im Allgemeinen eben die adjungierte Matrix von Q, Q adjungiert B hat null Einträge ab der Position N plus 1. Das ist die Behauptung, dass das eine äquivalente Formulierung für
Lösbarkeit des Gleichungssystems für diese rechte Seite B ist. Ja oder nein? Das Q plus ist natürlich richtig, weil hier plus gleich Kreuz ist für eine orthogonale Matrix. Gut, Mehrheit hat sich für die richtige Antwort entschieden. Die Antwort ist ja. Wenn Sie sich daran erinnern, das war gerade die Basis, wie man ein Ausgleichsproblem mit, sozusagen mit der QR-Zerlegung angehen kann. Man transformiert mit Q adjugiert durch und sieht dann kommt eben auf einer Seite ein quadratisches Gleichungssystem raus mit der Matrix R und es bleibt ein Rest über, den man nicht mehr beeinflussen kann und der ist eben genau dann Null, wenn dieser Vektor, dieser transformierte Anteil der rechten Seite dann Null ist. Okay. Bitte? Ja, Haus, naja, Dr. Haus hat sein E verloren. Also beim Householder-Verfahren sind die Diagonalelemente der, das ist immer noch euklisch, Diagonalelement von R, also der oberen Dreiecksmatrix, in die euklidische Norm der Spalten bis auf das Vorzeichen. Ja oder nein? Ja, vielleicht sollten wir die aus der Wertung rausnehmen. Also jetzt weiß ich nicht, wie Sie es interpretiert haben. Also so, ja, okay, lassen wir es einfach so mal wörtlich stehen, der Spalten. Also wenn man es wörtlich nimmt, ist die Antwort nein. Es sind nicht die Spalten, sondern es sind die Spalten ab dem Diagonalelement. Die Spalten ab dem Diagonal, oder Moment, jetzt muss ich selber nachdenken. Nehmen wir es aus der Wertung raus. Wie ist das? Ja, man macht auf der Teilmatrix weiter. Man macht auf der Teilmatrix weiter, das heißt, das sind die Spalten ab dem Diagonalelement und diese Spalte wird dann auf ein Vielfaches des Einheitsvektors transformiert und dann muss notwendigerweise der Faktor die Norm davon sein. Also als ich es formuliert habe, habe ich eigentlich die Antwort ja, als sie richtig erwartet, aber es ist so wie es formuliert ist, ist die Antwort nein. So, ich glaube, jetzt sind wir zu Ende mit dem direkten Verfahren. Ah ne, kommt noch eins, sozusagen ein Absacker für das Thema. Ausgleichsprobleme werden immer über die Normalgleichung gelöst. Okay, das ist jetzt wirklich Nordkorea und das ist natürlich auch richtig. Gut, da muss ich nichts zu sagen. Weiter. Ah ja, Pseudoinverse. Für die Pseudoinverse gilt immer A plus A gleich Einheitsmatrix.
Okay, die Mehrheit hat sich für die richtige Antwort entschieden. Diese Identität gilt nur dann, wenn der Kern von A trivial ist. Also was da allgemein, also wenn es das Ausgleichsproblem eindeutig lösbar ist, wenn der Spaltenrang voll ist oder wie immer man das formulieren will. Was da allgemein steht, ist die Projektion auf das orthogonale Komplement des Kerns und das ist halt nur dann die Einheitsmatrix, wenn der Kern trivial ist. Jetzt kommt was Nettes. Die Pseudo-Inverse einer, wir haben also eine Singulärwertzerlegung einer Matrix, A geschrieben als U Sigma V adjungiert, also U und V orthogonale Matrizen, Sigma Diagonalmatrix. Die Behauptung ist, die Pseudo-Inverse ist, hat dann, da von dieser Matrix ist A plus gleich V mal Sigma plus mal U plus. Vielleicht nicht ganz so, wie Sie es gewohnt sind. Vielleicht ist es auch falsch, vielleicht ist es richtig. Okay, sehr schön. Das Plus hat Sie nicht hoffentlich, entweder Sie haben es überlesen oder es hat Sie nicht irritiert, denn das Plus ist hier das Kreuz in dem Fall, für die orthogonale Matrix. Okay, machen wir weiter. Jetzt kommen wir also zum nichtlinearen Teil. U-Teilmenge Rn offen, darauf eine stetig differenzierbare Abbildung und die Ableitungsfunktion soll beschränkt sein, dann ist die Aussage, dann ist die Funktion G Lipschitz stetig. Also U als das offen vorausgesetzt. Ja, wir hatten da so eine Aussage, die fast genauso aussah, da nur war da noch eine Zusatzbedingung, nämlich, bitte? Über U beschränkt, glaube ich, haben wir nicht gebraucht. Was wir gebraucht haben, war U konvex. Denn das Argument läuft ja so, dass man sich sozusagen den Verbindungsgerade zwischen zwei Punkten anschaut und man möchte dann Aussage über g von x minus g von y machen und dann kann man eben mittels der Jacobi-Matrix sozusagen so eine integrale Mittelwertdarstellung angeben. Aber das geht eben nur, wenn diese Gerade wirklich voll durch das Gebiet durchläuft. Jetzt könnte man sich natürlich überlegen, wenn man dann so eine Nase hat im Gebiet, dass man irgendwie einen Umweg geht. Aber es kann sein, das könnte auch durchaus sein, wenn man das Gebiet unanständig genug macht, dass dieser Umweg nicht in endlich vielen Schritten zu realisieren ist. Also ich bin mir relativ sicher, dass man da ein Gegenbeispiel konstruieren kann, wenn man auf die Konvexität verzichtet. Okay, also jetzt haben wir Phi, das ist also unsere Iterationsfunktion, auf einer offenen Menge U definiert, stetig differenzierbar. X quer soll der Fixpunkt von Phi sein und wir setzen voraus, dass Phi Strich von X quer betragsmäßig größer als 1 ist. Die Behauptung ist, das Fixpunktverfahren, also mit der Iterationsfunktion Phi, divergiert dann für jeden Startwert, der ungleich der Lösung ist.
Auch ein bisschen uneinheitlich die Antwort. Wer konnte sich denn zu Ja durchringen und kann mir das ein bisschen begründen? Ja? Ja, so kann man argumentieren. Also wenn man eine konvergente Folge hätte, dann wäre die irgendwann ziemlich dicht an der Lösung dran. Das hieße aber auch, dass dann die Ableitung an diesen Iterierten oder in der Umgebung der Iterierten größer als 1 wäre. Und das hieße aber wiederum, wie Sie schon gesagt haben, dass man dann einen Widerspruch gegen die Konvergenz bekommt. Also es ist tatsächlich so, diese Fixpunkte sind, die heißen auch abstoßende Fixpunkte, da kann man so dicht dran starten, wie man will, man wird immer dann weggetrieben. Das wäre prinzipiell möglich, dass es dann von diesem Fixpunkt weggetrieben wird und gegen einen anderen Fixpunkt, wo eben die Ableitung betragsmäßig kleiner als 1 ist, dann konvergiert. Da haben Sie recht, also das habe ich jetzt nicht ausgeschlossen, das hatte ich sozusagen gedanklich ausgeschlossen, aber nicht in der Formulierung. Da haben Sie recht, also wenn Sie aus dem Grunde dann B gedrückt haben, dann fühlen Sie sich auch mit der richtigen Antwort versehen. Das hätte man jetzt noch mit aufnehmen müssen, man hätte noch sagen müssen, dass x quer ist einziger Fixpunkt oder sowas in der Art, um die Situation auszuschließen, ja? Ja, das ist ausgeschlossen. Wenn Sie natürlich auf x quer starten, bleiben Sie immer und ewig auf x quer stehen. Das mag sein, ja. Das könnte sein, dass man das hinbiegen kann. Das kann sein, dass man in der Situation dann sozusagen noch andere, etwas obstruse, aber konvergente Situationen erzeugen kann, ja. Nein, nein, das wäre nicht notwendig. Also das haben Sie schon recht, das ist in der Hinsicht nicht sauber formuliert. Also wenn Sie aus diesen Gründen B angegeben haben, dann fühlen Sie sich auch mit einer richtigen Antwort versehen. Gut, jetzt kommen wir zu den linear-stationären Verfahren. Das ist jetzt hier in der Form W mal Korrektur, also xk plus 1 minus xk geschrieben und jetzt sieht die rechte Seite so aus, Alpha mal AXK minus B mit einem Alpha größer 0. Und die Frage ist, ist ein so geschriebenes Verfahren konsistent mit dem Gleichungssystem oder nicht? Oder gibt es da vielleicht Fälle, wo es nicht konsistent ist? Okay, aber nicht so ganz überzeugend die Antwort. Also die Antwort ist ja. Wichtig ist nur, dass ich im Falle der Konvergenz sehe, dass der Defekt gegen 0 geht und da der Defekt eben gegen den, aus Stetigkeitsgründen sozusagen gegen den Defekt am Limes geht, ist dann also auch der Limes wirklich eine Lösung des Gleichungssystems. Ob da jetzt sozusagen unsere Originalformulierung war das Alpha ja gleich minus 1, aber das kann ich durch irgendeine Faktor oder was auch immer, oder wenn ich was Nichtlineares
mir einhandeln will, könnte ich da auch was Nichtlineares hinschreiben. Wesentlich ist, dass ich die Aussage habe, Defekt geht gegen Null. Als Folge von Konvergenz der Folge. Gut. Also wir haben in linear stationäres Verfahren in der Standardformulierung mxk plus nb macht die neue iterierte xk plus 1 aus und die Voraussetzung ist, dieses Verfahren ist global konvergent und hat einen eindeutigen Fixpunkt. Zusätzlich soll das m selbst adjungiert sein und dann ist die Behauptung xk konvergiert dann monoton bezüglich der euklidischen Norm. Ja, wer begründet A? Also A ist richtig. Warum? Ja, weil das ist nur so ein Gefühl. Da haben wir uns nochmal die Voraussetzungen. Die ersten beiden Voraussetzungen sind äquivalent damit, dass der Spektralradius von A kleiner als 1 ist. Der Spektralradius von M kleiner als 1 ist. Durch diese Zusatzvoraussetzung, das selbst adjungiert, ist der Spektralradius aber die Spektralnorm. Wenn die Spektralnorm kleiner als 1 heißt eben monotone Konvergenz in der euklidischen Norm. Aber da gehen jetzt alle Bedingungen ein. Nicht, dass sie äquivalent sind, aber man kann keine ohne weiteres weglassen, um das so zu folgern. Okay, wir schauen uns wieder eine ganz allgemeine linear stationäres Verfahren an, konsistent. Und die Behauptung ist, im konsistenten Fall ist das gleiche, als wenn ich das Richardson-Verfahren anwende auf das mit der Matrix N vorkonditionierte, von links vorkonditionierte Problem. Bisschen uneindeutig die Antwort. Ich dachte eigentlich, dass man das erleichtert sieht, dass da das wirklich richtig ist. Dann schauen Sie sich das transformierte Problem an und wenn Sie das Richardson-Verfahren an, dann ist der Defekt einfach nax minus nb. Und Richardson heißt einfach, die Iterationsmatrix ist 1. Das ist genau das gleiche wie eben das Original, also in der Defektform geschrieben, deswegen diese Voraussetzung der Konsistenz wie das originale Verfahren. Das heißt also in dem Sinne, wenn man sozusagen diesen Aspekt der Vorkonditionierung ins Spiel bringt, kann man auch fast sagen, man braucht sozusagen, es gibt eigentlich nur das Richardson-Verfahren und eine richtige Vorkonditionierung dazu, wenn man in der Klasse der linear stationären Verfahren bleibt. Okay. Ist A positiv definiert, dann konvergiert das relaxierte Richardson-Verfahren für ein Relaxationsparameter Omega aus einem ganzen Intervall von 0 bis Omega quer, wobei Omega quer eine positive Zahl ist. Und der Relaxationsparameter, will ich nochmal zur Erinnerung, ist so gesetzt, dass Omega gleich 1 das Originalverfahren ist. Also Omega quer, wenn, dann darf das die 1 nicht erreichen, wenn das überhaupt richtig sein könnte. Denn wir wissen ja im Allgemeinen, konvergiert das Richardson-Verfahren nicht für eine positiv definierte Matrix.
Oh. So sind Sie sich so sicher, dass das falsch ist? Ich bin eigentlich der Meinung, dass das richtig ist. Denn wir wissen ja, es gibt einen optimalen Relaxationsparameter, wo wir Konvergenz haben. Der ist so gemacht, was passiert dann? Also was ist das Problem? Wir haben eine Iterationsmatrix, wo wir Eigenwerte haben, die vielleicht zu stark ins Negative reinragen. Jetzt durch diese Verkleinerung mit dem Faktor Omega werden die betragsmäßig etwas kleiner und dann wird dieses 1 minus Omega mal Identität drauf addiert und das hebt sie nochmal an. Und wir haben uns überlegt, wie wir sozusagen optimal das gestalten müssen, aber letztendlich bekommen wir dann, wenn wir Omega quer halt erst diesen optimalen Parameter nehmen, den wir da rausgekriegt haben, können wir auch alle kleineren nehmen. Omega gleich 0 führt zwar auch zu einem konvergenten Verfahren, aber nicht wirklich zu einem sinnvollen Verfahren, weil das dann nicht mehr konsistent ist. Das ist einfach die konstante Folge dann. Wenn wir sozusagen den nur noch relaxieren und alles andere wegschmeißen, dann ist einfach xk plus 1 gleich xk. Das ist, aber nichtsdestotrotz, die Antwort wäre hier, nach meiner Meinung zumindest, aber vielleicht täusche ich mich jetzt auch, das ist richtig. Jetzt haben wir was Nettes wieder. Beim SOR-Verfahren sollte man lieber unter- statt überrelaxieren. Was man weiß, was man wissen sollte. Kennen Sie diese Sendung? Können Sie sich an die erinnern? War mit Heinz Mägerlein, da gab es diese. Das war noch zu Zeiten des Schwarz-Weiß-Fernsehens. Okay, die Antwort ist klar. Ne? Können wir weitergehen? Das Gradientenverfahren ist eine nicht stationäre Richardson-Iteration. Also das ist natürlich vielleicht kein wohldefinierter Begriff, soll also sagen, sieht so aus wie die Richardson-Iteration, ist aber nicht stationär. Das heißt, es hat Anteile, die sich eben ändern, was sich bei einem stationären Verfahren nicht ändern darf. In dem Sinne nicht stationär. Okay, also wenn Sie jetzt bei B, wenn Sie B angegeben haben und sich daran gestört haben, dass da vielleicht noch das Wort relaxiert fehlt, eigentlich müsste das noch dazu. Also es ist, wenn man es ganz genau nimmt, ist eine nicht stationäre, relaxierte Richardson-Iteration. Das heißt also, was machen wir beim Gradientenverfahren? Wir haben eine Korrektur, die ist der negative Gradient, also der negative Defekt. Und beim Richardson-Verfahren haben wir eben genau das auf der rechten Seite. Und wenn wir relaxieren, haben wir das mit einem Alpha-Faktor oder Omega-Faktor. Und hier ist es eben so, dass wir den Omega-Faktor oder Alpha-Faktor immer eindimensional optimal anpassen. Also insofern ist die Antwort hier ja. Jetzt haben wir was Nettes. Beim Gradientenverfahren sind alle Suchrichtungen orthogonal zueinander. Können die Fachleute sich austoben? Okay, ja, es ist nicht so eindeutig, wie ich es eigentlich gern gesehen hätte, aber die Antwort ist nein. Dummerweise beim Gradientenverfahren eben nur der K plus 1 und der Karte Gradient aufeinander senkrecht per Definition, weil wir in die Karte Richtung suchen und an der Stelle eben aufhören, wo wir lokal minimal sind. Aber dummerweise kann dann, wenn man über zwei Indizes geht, eben das schon fast wieder parallel sein und da kommt das Zickzackverhalten her. Die Karte iterierte beim Gradientenverfahren, wohlgemerkt beim Gradientenverfahren, nicht beim CG-Verfahren,
liegt im Karten-Krylow-Raum zum nullten Residuum. Auch nicht wirklich eindeutig die Antwort, aber die richtige Antwort ist ja. Denn was wir ja nur machen, ist, wir addieren Vielfache der aktuellen Gradienten und eine mögliche Darstellung des Krylow-Raums, die wir gesehen haben, war einfach auch die Linearkombination aus den Gradienten. Nur dummerweise minimieren wir halt nicht über den Krylow-Raum beim Gradientenverfahren. Jetzt kommt wieder was Nettes. Im MCG-Verfahren hängt die Konvergenzrate nur von Kappa Quadrat, nicht von Kappa ab, wenn Kappa die Konditionszahl ist. Besonders hinterlistig. Eigentlich habe ich ja versucht, sie nicht aufs Glatteis zu führen, aber das ist eigentlich nicht wirklich Glatteis, oder? Okay. Sie haben sich nicht aufs Glatteis führen lassen von dem Nur. Das Nur wäre schon richtig, wenn man da halt Wurzel aus Kappa hinschreiben würde und nicht Kappa Quadrat. Okay, machen wir die nächste. Das CG-Verfahren konvergiert in der Energienorm, aber nicht in der euklidischen Norm. Oder vielleicht sollte man noch mal genauer sagen, konvergiert linear in der Energienorm, aber nicht in der euklidischen Norm. Sind Sie auf die Idee ja gekommen? Also da kann man ganz unterschiedlich, also wenn Sie das ohne das Linear können, man einfach sagen sollen, was soll das, alle Normen sind äquivalent. Und wenn man noch auf dem Linear beharrt, dann muss man sich ein bisschen überlegen, wie die Normen zusammenhängen, Energienorm und euklidische Norm, und das Einzige, was dazwischen ist, sind so Faktoren, die im Wesentlichen sowas wie Normen von Wurzel aus A sind, wenn man will. Also, oder wenn man es genauer anschaut, ist es sowas wie die Konditionszahl, die Wurzel aus der Konditionszahl, das ist der Faktor, der dazwischen ist. Also die Antwort ist nein, diese Aussage ist falsch. Das CG-Verfahren konvergiert genauso in der euklidischen Norm, mit genau dem gleichen Konvergenzverhalten. Eventuell mit einem zusätzlichen Faktor, der die Größe der Fehler etwas verändert. Das Newton-Verfahren ist eine Fixpunkt-Iteration. Wie viel haben wir noch? Sind die alle, ja, zwei oder drei noch, ne? Kommen gerade hin. Ist auch nicht sehr eindeutig, die Antwort. Natürlich ist das eine Fixpunkt-Iteration, halt mit einer neuen Fixpunkt-Funktion. Es ist eine Fixpunkt-Iteration. Es ist eine Iteration vom Typ xk plus 1 gleich phi von xk. Das ist eine Fixpunkt-Iteration. Und das Phi wird eben in Abhängigkeit von dem F angegeben.
Also vielleicht ist das, wenn Sie jetzt darüber gestolpert sind, tut mir das leid, dann ist das nicht sehr sauber formuliert, aber ich habe es eben genau in dem Sinn gemeint. Das Newton-Verfahren hat die Gestalt einer Fixpunkt-Iteration, rechnet einen Fixpunkt aus. Dieser Fixpunkt ist genau die Null, ist eine Nullstelle. Das Newton-Verfahren ist immer konsistent. Auch nicht sehr eindeutig. Ich neige auch zur Antwort B, denn es könnte ja passieren, dass diese, entweder man es eindimensional nimmt, sozusagen die Faktoren der Ableitung oder eben mehrdimensionale Jacobi-Matrizen wachsen, sodass man also nicht aus dem Verschwinden von xk plus 1 minus xk auf das Verschwinden des Defekts schließen kann. Wenn man die gleichmäßige Beschränktheit der Jacobi-Matrizen hat, dann hat man mehrfach gesagt, ja, dann ist das konsistent. Das ist jetzt wohl die letzte, oder? Ja, fast die letzte. Mal die vorletzte. Das Newton-Verfahren ist lokal quadratisch konvergent. Oder genau muss ich jetzt sagen, ist immer lokal quadratisch konvergent. Unter der Voraussetzung, dass man das Verfahren überhaupt hinschreiben kann. Da haben wir doch schon Übungsaufgaben zu gehabt, oder? Dann dürfte die Antwort ja nicht schwer fallen. Die Antwort ist aber auch nicht sehr eindeutig ausgefallen. Die Antwort ist nein. Denn wir brauchen zumindest als hinreichende Bedingungen, andere Ergebnisse haben wir nicht, haben immer die Einfachheit der Nullstelle bzw. mehrdimensional die Nichtsingularität der Jacobi-Matrix gebraucht. Und ich glaube, wir hatten auch ein Beispiel, wo man gesehen hat, dass es im Fall einer mehrfachen Nullstelle dann nicht mehr quadratisch konvergiert. Für die lokal quadratische Konvergenz, jetzt geht das sozusagen weiter, gegen eine Nullstelle x-Schlange reicht die Lipschitz-Stetigkeit von df in einer Umgebung von x-Schlange und die Invertierbarkeit von df x-Schlange. Habe ich im Prinzip jetzt schon alles zugesagt. War die letzte, oder? Ja, dann brechen wir an der Stelle ab. Das sind die letzten beiden, die können wir dann noch streichen. Okay, ja, die Antwort ist ja, klar. Vielleicht gehen wir für die letzten beiden nur noch so durch und ich gebe, sage die Antworten. Dann können Sie nochmal vergleichen mit dem, was Sie rausgekriegt hätten. Das Gauss-Newton-Verfahren ist lokal quadratisch konvergent, vielleicht auf Zuruf, ja oder nein? Bitte? Was haben Sie gesagt? Weiß nicht. Ja, es ist leider nicht so. Also das nicht verschwindende Residuum drückt das auf lineare Konvergenz runter. Im inexakten Newton-Verfahren geht die quadratische Konvergenz verloren. Das ist Gott sei Dank falsch, wie wir gerade gesehen haben. Wenn man das entsprechend anpasst, dann kann man die quadratische Konvergenz erhalten. Ich glaube, das war es jetzt. Okay, vielleicht schauen wir nochmal auf die Gesamtauswertung zum Abschluss. Wobei, das darf man jetzt nicht so wörtlich sehen. Sie haben ja gesehen, die Fragen sind jetzt sehr, die haben wir gestern und heute Vormittag noch recht schnell formuliert und einige Formulierungen waren nicht optimal. Also wenn Sie aufgrund dieser Mängel in der Formulierung erstmal vom nominell eine falsche Antwort gegeben haben, müssen Sie das für sich ein bisschen korrigieren. Aber ich hoffe, das hat Ihnen trotzdem ein bisschen einen Eindruck gegeben über Ihren Wissensstand.
Okay. Jetzt, ach so. Ach so, das kann man jetzt nicht daraus ablesen, weil es einfach nur die A, B, C-Antworten gibt. Das sagt jetzt nichts über die Richtigkeit. Okay, wir schauen uns das nochmal an und ich sage vielleicht dann nach den Ferien noch was dazu. Dann wünsche ich Ihnen schöne Feiertage und vielleicht findet sich die Zeit, die eine oder andere Lücke zu schließen bis zum Januar.